Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, hat eine tolle Auswirkung. Und diese 30-jährige Erfahrung möchte ich Unternehmen weitergeben und zeigen, dass es wirklich zu einer Win-Win-Win-Situation kommt. Es ist nicht ein soziales Projekt, sondern es hat eine wirtschaftliche Kraft. Als größter Pharmaarbeitgeber in Österreich sind unsere Arbeitsfelder genauso unterschiedlich wie unsere Mitarbeiter. Wir sind davon überzeugt, dass diverse Teams innovativer, aber auch um vieles erfolgreicher sind. Wir als innovatives Unternehmen fördern Vielfalt, suchen die besten Talente und haben unter anderem 80 Mitarbeiter mit Einstellscheinen in den unterschiedlichsten Bereichen beschäftigt. Als Projektleiterin bin ich für die technische Dokumentation von Anlagen zuständig. Ich strukturiere und verwalte sie. In nur 13 Monaten habe ich 30.000 Anlagen digitalisiert. Ich bin Autistin. Ich mag repetitive Tätigkeiten, wo Genauigkeit nachgefragt wird. Ich arbeite in der Technik. Wir stellen sicher, dass alle Produktionsanlagen gut funktionieren. Ich trage Verantwortung und das Unternehmen setzt Vertrauen in mich. Mir macht meine Arbeit sehr viel Spaß. Ich arbeite seit 2 Jahren im mikrobiologischen Labor und führe Probenansätze und Analysen durch. Dass ich schwerhörig bin, war nie ein Hindernis. Beim letzten Punschfest haben wir sogar mit dem Betriebskindergarten wieder in Gebärdensprache aufgeführt. Alter, Geschlecht oder eventuelle Beeinträchtigungen haben bei uns keinen Einfluss, um beruflich erfolgreich zu sein. Wenn wir die Talente jedes einzelnen Menschen richtig einsetzen, sind wir alle am erfolgreichsten. Wir als Enable-Team kümmern uns um Vielfalt, Sensibilisierung und Barrierefreiheit. Einer unserer Best-Practice-Beispiele ist Thomas Führer, ein Mitarbeiter, der an Multiple Sklerose erkrankt ist und einen Heimarbeitsplatz hat. Ich habe sehr viel Unterstützung bekommen von Enable-Team, von Vorgesetzten, von Kolleginnen und Kollegen. Ich arbeite in einem ruhigen Zimmer und bekomme jede Unterstützung, die ich brauche. Ich denke, jedes Unternehmen sollte mit dem Thema Behinderung offen und selbstverständlich umgehen. Viele haben versteckte Talente, manche gerade aufgrund ihrer Behinderung. Takeda versucht genau diese Talente dort einzusetzen, wo sie am besten passen. Ich möchte Menschen mit Behinderung dazu ermutigen, dass sie sich mehr trauen und keine Angst vor Absagen und Niederlagen haben, weil diese Erfahrung macht jeder und deswegen am besten, man zeigt seine Interessen und Stärken. Man arbeitet daran und der Rest kommt von alleine. Eine Behinderung ist kein Hindernis, ein nützliches Mitglied der Gesellschaft zu sein. Ich wünsche mir, dass andere Firmen sich daran ein Beispiel nehmen und Menschen mit Behinderung eine Chance geben. Unternehmen, die Menschen mit Behinderung beschäftigen, genießen einen besonders hohen Sympathiewert. Ihre Mitarbeiterinnen identifizieren sich in einem hohen Ausmaß mit ihrem Unternehmen. Und zudem gelingt es, eine neue Gruppe von Kundinnen anzusprechen. Unsere Arbeitswelt befindet sich gerade in einem großen Umbruch. Nutzen wir jetzt die Chance, die Stärkung von Menschen mit Behinderungen in Unternehmen sinnstiftend für alle einzusetzen.